Mit zunehmendem Alter fallen viele Tätigkeiten immer schwerer. Manchmal geht es nicht mehr ohne fremde Hilfe. Die ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost versorgt Sie zu Hause, in Ihrer gewohnten Umgebung. Vertrauen Sie auf unsere langjährige christliche Tradition. Entstanden aus der ehemaligen Gemeindekrankenpflege, sorgen wir auch heute noch dafür, dass das christliche Profil in der Pflege zu Hause erhalten bleibt. Wir unterstützen alle Menschen, die Hilfe brauchen und versorgen sie zu Hause, in ihrer gewohnten Umgebung. Benötigen Sie Unterstützung im Haushalt, helfen Ihnen unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen gerne. Neben dem Einkauf bieten wir auch Hilfe bei der Reinigung der Wohnung oder der Zubereitung der Mahlzeiten. Unsere Fachkräfte helfen Ihnen bei der täglichen Körperpflege und beim Anziehen. Sie richten Ihre Medikamente oder führen sonstige ärztliche Anordnungen aus. Neben hochqualifizierten Fachkräften stehen Ihnen engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in unserem Besuchs- und Betreuungsdienst zur Seite. Sie begleiten Sie bei Behördengängen und bei vielem mehr. Sollten Sie einmal Unterstützung bei der Kinderbetreuung, bei Risikoschwangerschaften, Entbindungen oder langer Krankheit benötigen, steht Ihnen unsere Dorfhelferin zur Seite. Willkommen im Haus Vergissmeinnicht. Diese außergewöhnliche Tagesbetreuung für Menschen mit demenziellen Veränderungen findet täglich und zusätzlich an 2 Samstagen im Monat statt. Die Betreuung erfolgt in familienähnlicher Atmosphäre, gemeinsam kochen, spielen, singen, bewegen. Die betreuenden Angehörigen können an diesen Tagen beruhigt eine Auszeit nehmen. Trotz körperlichen Einschränkungen Abwechslung erleben und soziale Kontakte pflegen. In unserem Erzählcafé treffen sich Menschen zum gemeinsamen Kaffeetrinken. Dazu laden wir auch Sie herzlich ein. Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung und Kompetenz. Zu Hause gut gepflegt. Ihre ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost.